Warum? Ja, Intro, du nicht. Ich hab. So, ja. Ja, muss man einfach mal sagen. Aber wir gehen da direkt strong rein. Jetzt läuft die Scheiße jetzt Na, hier auch. wollen wir jetzt einfach mal Oh. losstarten oder was ist hier los? Ja, stimmt. Ja, wenn ihr mal bereit machen würdet, dann können wir mal. Da schreibt gerade einer, ich hatte das Fenster noch offen und habe mich gerade krass erschrocken. Also erstens mal, wer hat von gestern Abend noch das scheiß Fenster offen? Und zweitens, haha, Pech gehabt. Das ist, ja, ist gut. In der Hinsicht muss man nochmal sagen, für die Leute, die jetzt gerade frisch bei Arthur in den Chat reinkommen, es gibt neue Sub-Emotes, wo man auch mal richtig geil reinbaiten kann. Gute Pommes sozusagen. In Klammern. Ja, Gute Pommes. aber die sind halt noch nicht freigeschaltet. So. Die müssen ja erstmal Ja, die kommen, aber alle ach, durch. das wird Ja. auch, das wird durchgehen. Hallo, und vor allen Dingen gibt es jetzt hier auch, gibt es jetzt auch sowas hier. Ich habe seit 500 Streams jetzt mal Better Twitch TV angemacht. Einfach weil das halt ein Kanal hier für die Zuschauer ist auch. Eieiei. Also vielleicht, wenn sich der Server beruhigt, später noch Fritte, aber ich glaube es fast eher nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Grüße. Mensch, zweiter Klasse sozusagen. Ja. Ist okay. Nee, passt schon. Hier haben wir jetzt hier mal. Oh, eine Susan. Ja, meine Gebete wurden erhört. Es ist fast eine Sandra. Oh, es ist aber Susan Jones. Oh, und sie möchte mit dir alleine sprechen. Möchtest du mit mir alleine sprechen? Ja, die Susanne, nicht ich. Ja gut, dann würde ich mal sagen, dann gehe ich auch als erstmal Gehen wir da da mal rein. rein, ne? Ich nehme mal hier einen Key mit. Was machst du hier in der Ecke? Na, man kann. Man kann ja immer Was? nur. Man kann ja immer nur 15 Emotes reinklatschen, so. Und, also, ich habe jetzt einfach. Ja. Ach so, ja. Das Gut, dann ist. starten wir mal. Sorry, Grinch TV. Sorry, not sorry, mehr sage ich da auch nicht. Ja, versuch's doch mal. Piss dich, Digga, ohne Witz. Digga. So eine verdammte U. Dann haben wir. Hast du mich gerade genannt? Sag mal, Anni. Ja, hab ich. Kann das sein, dass du immer noch kein GoXLR besitzt? Nee. Oh, ich brauche ein GoXLR-Emote. Ich bin nämlich arm. Wieso läufst du mir hinterher? Weil ich den Strom Mädchen. suche, du Idiot. Mädchen. Kraftig. Kraftig. Mädchen. Ja, eben hat es geflasht, dass ich dich als Junge bezeichnet habe. Jetzt habe ich dich als Mädchen bezeichnet. Ich Piss habe dich gerade doch einfach. für dich Oh. den Strom Es ist angemacht, du schön, wie die Hurensohn. schon wieder am Haten sind. Hi Leute, es gibt heute wahrscheinlich kein GTA, weil der GTA-Server irgendwie rumspackt. Das ist hier der Ausgang. Hier. Und deswegen dachte ich, wir spielen ein bisschen mit den alten Bekannten hier ein bisschen Phasmophobia. Und ja, es ist eine reine Freude, muss ich sagen. Ja, ich freue mich auch sehr, dich zu sehen. Lüge. Ich gehe übrigens Ich direkt bin auf im Flur Orbs. ziemlich kalt. Ich gehe übrigens direkt auf Orbs, ne? Hier sind 8 Grad, ne? Wir sind 7, fortgeschritten, gell? 9. Ja, der ist hier, also die alte ist hier im Flur. Was Ja, bedeutet aber das, wenn ich unter, Stream habe, dass unter jetzt auch? 5 truste ich ja gar nichts. Muss ich an der Stelle auch mal Ich sehen. truste Dazu dir kann ich auch abgeschlossen nicht. Hier werden, sind weil ihr vier, anderthalb Stunden. 4,3, drei. okay, gut. Okay, die ist im Flur, check, dann los. Okay, AMG Ingo, dann haben Sie wahrscheinlich ein Spiel gekauft und das noch nicht bezahlt. Das heißt, Ihre Kreditkarte oder je nachdem, das Konto von Ihrem Papa wurde nicht gedeckt. Und da wird sie direkt wild. What the fuck war das denn gerade schon wieder? Warum? Habt ihr irgendwas getriggert?
Also bis jetzt. Oh, wir haben den Flur. Sie ist am Flur. Und die Gefriertemperatur. Oh, okay. Also minus gerade. Nice. Nee, ich weiß nicht. Das muss an Ingo liegen. Ich glaube, die mag den Namen nicht. Oder vielleicht ist sie kein Mercedes-Fan. Kann auch sein. Du meinst, ja, gut, du meinst mein Mod-AMG Ingo? Ja, genau. Ja, genau. Ein stabiler Kerl, muss man auch einfach so sagen, wie es ist, ne? Ja, deswegen. Und das in so jungen Jahren schon. Viel gegeben. Nee, keine Ahnung, warum das nicht klappt. Hey, hat Mama keine Kreditkarte? Das ist mir unsere Aufgabe, ich schon wieder vergessen. Machen Sie ein Foto, Salz! Wow, ja klar, mach hier alles. Achso, den haben wir auch noch. 187 Gang, lass sie hängen, meine Automatik. Okay. 24 Zoll am Fans. Der Daimler ist vollgetankt. So, AMG Ingo, ich grüße dich. Willkommen im Chat. Das ist übrigens unser 187 Ehrenmitglied. Der gute AMG Ingo. So, Shady, ich bin jetzt hier für Sie, exklusiv. Und Sie brauchen sich keine Sorgen mehr machen. Diese Deppen sind draußen, der eine kommt gerade. Vielleicht möchten Sie mir einfach kurz erläutern, wie Sie hier zu Tode gekommen sind. Schreiben Sie doch bitte ins Buch, guter Geist. Sind Sie bei einem Küchenunfall gestorben? Das ist sehr sexistisch an Sie, aber das bin ich ja von dir gewöhnt. Ja, genau, ja. Oder wurden Sie doch von einem wilden Revenant überfahren, der sich auf der Rallye nicht benehmen konnte? Der Revenant ist natürlich... Wurden Sie geschubst? Weißt halt nie, wo der Scheißgeist spawnen wird, ne? Das ist sehr, sehr unangenehm. Also, du Kach, jetzt erzähl mal bitte, was jetzt hier Phase ist. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, redest du mit mir? Ja, man redet mit Ingo. Grüße euch, ihr Lieben, wie geht's euch? Seid ihr gut drauf? Ja, Ingo, du kommst jetzt rein in das Game. Ich will das jetzt mit dir spielen. Ingo, hä? Ingo-Son. Na gut. Ja, schon. Oh, du hast gesprochen und dann wollte ich nicht antworten. Ja, also, ich bin eigentlich ganz hübsch. Ja, ich bin genau. Ganz hübsch. Ja. Hallo, ich bin Carrion. Oh, da will sie leider nicht mit mir reden. Ich bin Annie, ich bin Gott verdammt die Bitch. Da hast du natürlich recht. Ja, aber... Wenn ich aus dem Keller rauskomme, dann freust du dich auch immer, ne? Sind wir ganz ehrlich. Ja, ist auch richtig und wichtig in der Hinsicht. Schmeiß mal jetzt immer zünftig was hin. Carry on. Antje, ich würde sagen... Ich habe es aus Versehen angemacht. Wenn jetzt Toll. Hier keiner hinzukommt, dann werden wir auf den Public-Server gehen. Ich habe Bock auf ein paar richtige Kickbacks. Ja, vielleicht bringt er ein bisschen Stimmung rein bei euch, Pappnasen. Könnt ihr mal gucken, seht ihr da einen Orb dort hinten? Achte mal Richtung Tür dort. Bier in dem Weg. Ja. Da aber, ist irgendwas. Ja, aber das ist ein sehr großes Orb. Ja, deswegen wundert mich das da. Dass irgendwas, was da hin und her fliegt. Hollywood.
Danke dir vielmals. Grüße gehen raus. Oh, Hollywood. Ich grüße Sie, Sie Arschloch. Machen Sie mit, Herr Hollywood. Ja, stimmt, der kann auch mitmachen hier. Kommen Sie rein. Also irgendwas ist da auf jeden Fall. Ja, Ingo, du musst erstmal runterladen. First come, first serve. Mehr sage ich da nicht. So, ich will dich jetzt mal kennenlernen. Da hinten läuft irgendwas. Da ist irgendwas in dem Raum. Ich stelle jetzt mal noch eine Kamera hin. Ingo, beeile dich einfach. Zügig. Okay. Schnauze. Gazi 187, bist du hier? Bist du hier? Ah. Bist du hier? Ich glaube nicht, oder? Schreib ins Buch. Sprich mit uns. Sprich mit uns. Aber warte mal, die reagiert nur, wenn man alleine ist. Ich geh mal in den Raum rein. Ja. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Susan. Susan Jones. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du faltig? Ja, mit dem Sprich bin ich sauer. Susan. Rede mit mir. Susan, ich denke, es gibt viel, über was man sich mal unterhalten könnte. Susan, hallo. Komm raus jetzt hier. Hallo, Susan? Was denn jetzt? Susan, can I talk to you? Susan, what the fuck? What are you doing, Susan? Seriously? 187! Ja, die will nur... Ich geh mal, die will nur mit dir alleine reden. Red mit Antje, Susan! Ding dong. Ich glaube, die war abgefuckt. Susan, rede mit mir. Wie alt bist du? Woher kommst du? Von meinem Fotoapparat. Ich mach keine Helene. Von meinem Fotoapparat. Aber unsere Sanität ist noch ganz gut, muss ich doch sagen. Warum müsst ihr denn Anna nicht durch einen Deich gelaufen? Was soll das? Ich weiß es nicht. Kommst mit, gute Frau. Ja, ja. Oh, die huntet. Nicht funken. Außer Atem. Nicht funken, die huntet. Oh Gott, da ist sie. Ui, ist die hässlich. Susanne, bist du hässlich. Susanne, zeig dich. Susanne. Scheiße, ich hab ein Foto gemacht. Genau. Mal abchecken. Schau mal nach. Nein, du bist nur entkommen, aber du hast... Was? Ich hab die klar drauf gehabt. Mach das Foto. Grad mein Hintern? Was ist das für eine Scheiße? Nein, ich hab Antje, es geht nicht immer um deinen Hintern. Ne? Auch wenn er sehr ansehnlich macht, ist, ne? Es geht nicht immer nur um deinen Hintern. Muss man auch mal so klar und deutlich sagen, wie es ist. Ne?
Ja. Aber versprichst du mir, dass du gleich eins machst? Ja, okay. Dreh dich um. Soll ich so runtergehen noch? Danke. Schau mal, was ich fotografiert habe. Schau mal ins Ding. Das letzte Bild auf der Seite. Ah, ich habe einen Fernseher fotografiert. Kommen Sie, zeigen Sie sich, Bitch. Hure! Ich hatte mich kurz gefreut. Sag mal, Anni, kannst du die mal rufen? Du hast so ein... Susan! Susie Q! Komm! Susie, woran bist du gestorben? Du alte Kach! So, du machst Foto, ich mache Dings, ne? So. Anni, jetzt war nicht drauf, bist. Let's run, Bitches! Susanna! Susanja! Was ist denn los mit ihr? Hä, ich hab zwei Fotos von dir gemacht und das zählt nicht? Da vorne liegt noch eine Kamera, wo noch ein paar Bilder drauf sind. Ist das halt eine, die man nicht fotografieren kann? Gibt es so Geister? Nee. Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Das reicht mir jetzt. Komm raus jetzt hier. Komm. Zeig dich, Bitch. Ich hab keine Angst vor dir. Toll. Das waren Ständchen. Ode an den Reverend. Dankeschön. Würde ich das Ding nennen. Lieb von dir. Ich bin nämlich noch nett im Gegensatz zu dir. Antje, was ist los? Nee, so ähnlich wie die Susan, weißt du, ich brauche hier heute auch mal einfach ein bisschen männliche Aufmerksamkeit, ne? Ja, wenn der Kofi nur an der Fritte ist, ne? Oh, du Scheiße! Kerion ist gerade gestorben. Ich kombiniere gerade was, Antje, ich habe gerade keine Zeit für sowas. Lass mich mal kurz. Das wird. Ich seh's. 3, 4! Sind denn hier nur Idioten? Ladies and Gentlemen! Ladies and Gentlemen! Woo! Ladies and Gentlemen! Can you hear me? Kommt schon wieder. Nee, schön. Let's run. Was haben wir denn mit der jetzt? Ja, die hat halt auch noch nichts gezeigt wieder, gell? Hallo? Ist halt mittlerweile auf einem insane Agro-Level, ne? Holy ja, moly. Aber warum? War das Kelreon, ne?
Komm raus. Ich glaube, die reagiert auf unsere, auf unseren Sprech. Und die jagt uns dann. Bist du rausgegangen? Nee, ich bin rausgegangen. So, aber die schreibt nicht in die Bücher. Die juckt sich überhaupt nicht. Die hat keine Orbs, hat keine Dots. Das ist einfach sehr nervig gerade, muss ich sagen. Ja. Aber sie hasst Kelreon, das können wir feststellen. Na, es könnte auch ihr Hass gegenüber Britney Spears gewesen sein. Den ich nachvollziehen. Also, das könnte ich nachvollziehen auch. Guck mal, jetzt gerade die Fernbedienung angekommen. Schön. Ja, Juri fragt, ob wir noch ein Plätzchen frei haben, ne? Also, haben wir natürlich. Nein, der will nur wieder Internet-Fame. Oder haben wir nicht? Der will nur wieder Internet-Fame und mit 15 Jahren kriegt man von mir kein Internet-Fame. Ja, also ich bin mir mittlerweile, ja, ich glaube, ich habe gerade wieder Orbs gesehen. Haben wir Dots? Nee, habe ich bisher nicht sehen können. Dots. Ja, ich nehme Tipps an, bitte. Ich soll dir was ausrichten. Was denn? Deine Mutter möchte Internet-Fame und du bist ein geldgieriger Hund, der den Euro nicht ehrt. Ja, okay, also, ne, kann man, ja. Hat er ja auch grundsätzlich jetzt nicht unrecht schon. Mit der Aussage, aber. Ja. Mann. Und ich sehe gerade, du spielst Six Siege, kann das sein? Ist das so? Da würde ich heute im Prinzip auch noch mal reingucken. Ich meine, irgendwann, ne, kommt ja die Ranked auch. Kann man machen, ja. Na, wenn Phasmophobia hier weiterhin so schleppend läuft heute. Also, Kuschelkissen, bitte. Was machen wir denn jetzt? Jetzt sag mir mal... Mit der Cola. Was machen wir jetzt hier? Sowas hatte ich auch noch nicht. Sehr aggressiv, der Geist. Ja, auch wenn wir nicht da sind, ist sie immer... Hör mal jetzt, Antje. Du musst jetzt mal hintergehen und die Kamera holen. Ich will die Kamera nochmal umpositionieren. Obwohl ich das schon fast ausschließen würde hier. Aber das sind auch keine Orbs, Mann. Nee, das sind auch keine Orbs. Also erstmal ernsthaft so. Das sind auch keine Orbs. Also du willst mich da jetzt reinschicken in den sicheren Tod, das ist in Ordnung. Nein, ich bin was ja mit ich, der Kamera. Nein, machen? Ich werde ja hinter dir sein hier mit so hier so. Was so wo so, so Räucherstift. Also so, jetzt hier erstmal. Du isst jetzt erstmal so zwei von den Döschen hier. Bam. Jetzt haben wir die Sanität nämlich auch wieder oben. So. Ab geht da, Peter. Kommen Sie, gute Frau, kommen Sie. Hätte ich doch nur einen Jesus dabei. Und nicht nur so einen zipfigen Kerion. Diese mitnehmen jetzt. Ich schreibe denen keine Diese? Bücher. Welche? Nee, die da hinten. Was? Wenden, ganz am Ende vom Flur. Ja. Stell die mal bitte hier ins Bad. Wie stell ich die denn am besten hin? Na, hier so das. Wie? Was muss ich denn jetzt drücken? Ah ja. Antje, das ist aber nicht der Ernst jetzt hier. Gut. So. Komm. Ich muss die nochmal anders ausrichten. Als ob das so geklappt hat. Was macht? Müssen wir mal gucken. Kommt, renn! War's doch keine Hand? Hallo? Hallo, ich bin im Ecke. Ach so, du bist da zur Tür hinaus. Okay, jetzt, weil, weiß ich nicht, haben wir irgendwie da irgendwas... Die war aber auch gerade... Guck mal hier! Guck mal hier, im Badezimmer fliegen Orbs rum.
Also im Badezimmer fliegen aber Orbs. Da könnte aber das Problem liegen. Antje, da könnte das Problem liegen. Wir haben einfach den falschen Raum. Oh, Dennis ist online. Warte mal, Dennis ist. Ey, Dennis! Dennis, schreib mal. Schreib mal, wenn du da bist, Bruder. Da würde halt auch alles Sinn ergeben. Dennis, hast du Bock? Hast du Bock? Haben wir so einen EMF-Reader dabei gehabt? Ja, liegt da. Das ist frech, Dennis, Alter, das ist frech. Juri, das ist mir scheißegal. Dieser Stream ist FSK 18 und so ist es ja auch mit den ganzen Mitspielern. Da kannst du machen, was du willst. Also Orbs haben wir auf jeden Fall. So. Ja, wir haben einfach nur den falschen Raum. Das ist jetzt natürlich... Das ist aber Standard, dass MMOG einen abzieht. Ja, dann müssen wir da erst nochmal rein und nochmal den ganzen Kram dahinter. Ich habe hier die Räucherstäbchen und du wirst tragen. Wie viele hast du noch? Nee, warte mal, du nimmst die Räucherstäbchen. Antje, ne? Du musst hier, da ist ein Feuerzeug, du musst die anzünden, wenn der Geist kommt, sonst sind wir am Arsch. Ich muss nur F drücken, ne? Dann gehen die schon an. Hatte ich ja eben auch. Ob das so eine gute Idee ist, dein Leben in meine Hand zu legen, aber naja. Absolut nicht und ich bin terrified, also wirklich. Ich habe Angst. Ich auch. Ich bin auch terrified. Ich beschütze dich, Daddy, keine Sorge. Na, hier spawnt halt gar nichts, Mann. Wer kam denn auf die Idee? Scheiß Kereon. Der Flur ist kalt. Wie sieht denn das aus, wenn hier so eine alte spawnt? Das habe ich ja noch nie gesehen. Aber ich bin ja auch erst Level 2 oder so. Keine Ahnung. Ja, hier ist auch kalt im Flur. Hier ist auch insane kalt im Flur. Hier ist wieder normal. Hier ist auch kalt. Na komm, jetzt hier, mach fertig hier den Scheiß. Ist irgendwie gefühlt... Wir haben ja auch noch einen Jesus haben wir auch dabei. Ja, komm. Komm raus hier. Warte mal, stopp. Stopp, wir gehen nochmal Fingerabdrücke. Oh, sie brennt. Komm. Hier ist nichts. Antje, du musst jetzt hier bleiben. Ich? Ja, Alter, der Real, das glaube ich dir. Weil ich jetzt den EMF-Reader reade. Komm mit. Du musst jetzt. Halt drauf, Antje, du musst. Ich hab an. Na, Antje, nicht jetzt schon. Raus hier. Glaube ich dir, Daryl, Alter, glaube ich dir. Was absolut ekelhaft ist. Mit Feuer. Ah. Das könnte echt sein. Aber dafür machen halt die Orbs und die Gefriertemperaturen. Ich glaube, wir haben es. Du hast gesagt... Ja, aber hör mal, erst wenn ich sage anmachen, nicht direkt durchfeuern. Das Ding ist, einer muss halt mal diesen EMF-Reader hier readen. Weißt du? Mitnehmen.
Also erst wenn die so direkt vor mir steht, oder was? Nee, wenn die hier oben an der an Stairs ist und ich EMF reden kann. Wie heißt der Geist nochmal gleich? Susan, komm jetzt raus. Ging zügig. Jetzt, Antje, bleib. Bleib bitte hier. Noch nicht zünden. Achso, und oh, Junge. Antje, das kann doch jetzt nicht der Ernst sein. Nicht gleich den nächsten. Warte, abwarten. Nein. Sie kommt. Auch Antje, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man das im Truck reden? Ist das gerade wirklich passiert? Was ist wirklich passiert? Hast du gerade... Ach, Antje... Du hast gerade drei so von den Dingern zerbrannt einfach. Ohne, dass es uns irgendwas genützt hat. Weil du immer gesagt... Antje, ich bin enttäuscht, Mann. Aber du hast doch Augen, du siehst doch, wann der Scheißgeist kommt. Das ist ein generelles Problem mit Arthur, dass man da immer... Also, die Kommunikation ist manchmal schwierig, ja? Ich hab nie was gesagt von zerbrenn das jetzt. Das widert mich gerade an. Das ist einfach. Ich hab immer viermal gesagt, zerbrenn das jetzt. Also ich würde. Ich geh da nicht nochmal rein. Frau sah beängstigend aus. Ich glaube, der gibt schlechte Schuhe. Die hat wirklich eine schwierige Zeit. Komm mit. Kann echt nicht wahr sein. Ich bin gerade echt sauer, weil du. Also wirklich. Der ist heute wirklich grantig, ne? Eben schon. Ja, ich weiß. Ja. Der ist heute, glaube ich, unzufrieden mit sich selber. Geht's dir halt nicht so gut? Ruhe bitte. Guck mal. So, Antje. Du siehst. Nein, lass das aus. Du siehst das Pünktchen hier? Du siehst das Pünktchen hier. Ja. Du siehst das. Mein Gott. So, wenn hier noch vier weitere Pünktchen kommen, dann weißt du, time is up. Okay? Du bleibst jetzt einfach hier im Truck und machst überhaupt gar nichts. Weil für da oben halt, ich bin ehrlich, für drin halte ich dich gerade für nicht hier patent genug. Das ist, da fehlen so die Basics. So, jetzt gucken wir erstmal gemeinsam, ob wir noch irgendwas hier im scheiß Dots sehen. Kotze wirklich im Strahl. Da fehlen die Basics. Ja, wow. Das Einzige, was es nicht sein kann, ist EMF. Und wir wollen EMF reden. Was ist denn noch los mit uns? Kotze im Strahl. So, was ist denn super unrealistisch? So Buch hätte der mittlerweile reingeschrieben. Kannst du mir nicht erzählen. So Buch kann man rausnehmen. Box. Ja. Gästebox haben wir halt auch nicht. Ja, eigentlich auch nicht. Und Dots haben wir eigentlich auch nicht. Dann ist es eigentlich Fingerabdrücke, die sind nämlich gelegentlich mal schwierig zu sehen. Es ist das scheiß Handtuch. Ist mir jetzt auch egal, ob es das scheiß Handtuch ist oder nicht. Raus hier. Ich bin triggert. Was für ein... Wie kann man sich nur so bitten lassen? Wie kann man nur so eine Lady sein als Geist? Oh mein Gott. Es war ein Revenant. Oh. Meine Fresse. Was hätte es für Revenant noch sein müssen? Ich weiß nicht. Es war auf jeden Fall Gefriesreparatur. Was das Komische war, war im Badezimmer. Aber, gefroren ist es im Flur. Ja, das war sehr seltsam. Es war halt auch einfach eine scheiß Bug-Lobby. Mehr sage ich da jetzt auch nicht. So. Ja, kann gut sein. Ja, ich bin schuld. Ist in Ordnung. Ich nehme das auf mich. Passt. Hey, ohne Witz. Ich wollte dich ganz halt irgendwie kicken, aber ich konnte nicht. Ja, dann suche ich mir eine andere Lobby, wenn ihr jetzt hier so zickig seid. Als ob. Ich habe sie ehrlicherweise probiert und werde hier nur gemobbt. Guck mal, ich bin Level 27. Technisch gesehen kann ich einfach noch überhaupt nichts. Und technisch gesehen haben wir dich komplett hochgezogen. Ich weiß nicht, wann der perfekte Zeitpunkt ist, um da so einen Scheiß zu zünden, aber die alte stand eben neben mir. Das war echt furchtbar. Und die war nicht gut gelaunt. Na klar. Was im Strahl? Was mit Ingo? Ja,
weiß ich nicht, Stuttgart Bambusleitung. So wie man es halt kennt. Gott, Alter. Wir haben ja noch den Canadian Agent, aber ja. da hat er auch gerade Streit mit angefangen. Ganz ehrlich, die Runde hat mich schon fast wieder demotiviert. Ja. Mach die Streams aus. Ja. Chat, einmal eine Frage an alle Chats, die jetzt gerade sowieso online sind. Wie sieht das generell jetzt mit dem RP-Server aus? Immer noch dieselben Bugs, sozusagen, dass sie gefühlt 10 Minuten dauert, dass man eine Animation machen kann oder nicht? Ich bräuchte auch Rückantwort von euch, bitte. Ich habe eure Chats gerade nicht alle offen. Hugo, Ruhe, Alter. Was soll denn das? Das ist... Ja, ist deutlich besser, heißt nicht, ist es wieder perfekt. Ah. Überleg mir gerade auch einfach einen chilligen Netflix-Abend zu machen. Ja, ganz ehrlich. Mhm. Das kannst du halt auch echt vergessen. Also selbst der Geist war heute ein bisschen dreckig, muss ich sagen. Ja, ja. Sind 150 Leute drauf. Das beantwortet null meine Frage. Eben waren auch arschviele Leute drauf. Und es lief einfach nichts. Ja, wenn es leckt, dann schmeckt es einfach nicht. Nee. Und bevor ich mich heute zu sehr abfacke, denke ich, dass ich da wirklich sage, ich bin raus für heute. Morgen muss ich ja wieder arbeiten. Also abends. Kann man ja als Arbeit sehen. Kooperation holen, ja. Handy funktioniert. Ja, okay, ja, ne. Heute geht's. Ja, nicht. Morgen, Bruder. Ich glaube morgen und dann richtig, weißt du? Ja, morgen, genau. Morgen und dann gut. Ordentlich. Nicht jetzt wieder so halbbacken da rein, auf Krampf rumgetrolle, wie ja eh das RP läuft. Ja. Weißt du? Ja, natürlich, weil ich ja nur rumtrolle. Ja gut. Dann würde ich sagen, ich bin schon mal raus in der Hinsicht, also hier mein Stream-Chat. Vielen, vielen Dank für das Zugucken. Vielen Dank natürlich für den ganzen Follow. Kuss. Vielen Dank natürlich. Dankeschön. Kuss. Anni, machst du weiter? Womit? Ja, streamst du weiter? Ja, das würde ich mir jetzt überlegen. Keine Ahnung. Gut, dann schicke ich euch zu Anni. Ich sag schon mal Tschüss. Adios. Ach du Scheiße. So, Leute. Aber same for me. Ich dachte, das wird hier irgendwie knackig, aber irgendwie habe ich es nicht gefühlt gerade die Runde. 0%. Und da muss man auch einfach mal sehen, wann es zu viel ist. Ne? Sind wir auch ehrlich. Und dann sehen wir uns morgen. Oder übermorgen. Oder, die wird gerade entfollowed übrigens. Oder was auch immer. Ne? Ihr wisst, wie es läuft. Was ist denn jetzt los mit euch? Na, keine Ahnung. Der GTA-Server backt rum und Phasmophobia war gerade unlustig, weil ich eine sehr inkompetente Crime-Solving-Partnerin hatte. Ja, du bist aber auch manchmal ein kleines Ass, ne? Naja, das stimmt natürlich auch, aber man kann sich halt auch anstellen. Man kann halt auch gleich drei von diesen Räucherstäbchen verbrennen. Ich hatte Angst. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte Angst. Ja, das ist aber, man kann keine Angst haben. Ne? Da muss man auch einfach mal... Ja, und ich spiele jetzt einfach mit deinen Freunden weiter, ne? Ich bin hier eine Macherin. Wenn du es halt nicht mehr bringst, dann muss ich dann eben auch mal an mich denken. Ja, das verstehe ich schon, Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, ihr fliegt jetzt auch mal rüber zur guten Antje und die soll jetzt hier mal Party machen. So, genau. Grüße gehen raus. Tschö. Auf Wiedersehen. Oh. Stehen sie da noch so dämlich? Ich hab die aus den Katze Forky geschickt. Was, wie konnte das denn passieren? Warte mal, wenn die Leute noch Anni sind? Ah, nein, scheiße, machen wir morgen. Sorry, Anzi, ich wollte dir echt rüber schicken. Tut mir leid. Was ist denn heute mit dir los?